damit habe ich die ganzen 80er Jahre gelebt. Also, dass ständig vor dem Haus ein Auto stand und man auch wochenlang auf Schritt und Tritt verfolgt wurde und so. Also das waren Phasen, es war jetzt nicht immer der Fall, aber damit habe ich gelebt. Ja. Und konnten auch damit leben? Damit konnte ich leben. Also das Einzige war natürlich, was uns teilweise schon sehr beschäftigt hat, natürlich, wer in so einer Gruppe nun so unter Druck steht oder so motiviert ist, dass er uns eben für die aushorcht. Und da hatte man natürlich immer mal einen Verdacht, und da muss ich sagen, bin ich dann nach der Wende durch die Akteneinsicht also so positiv überrascht worden, dass ich eben ganz viele Leute freisprechen konnte, wo ich es für möglich gehalten hätte, aber auch damit habe ich gelebt. Und es war letztlich dann eben jemand, der extra von Magdeburg nach Leipzig gezogen ist, weil er eben da Kontakt hergestellt hat, und er kam so aus einem, das war uns ja wichtig, wir wollten ja eben auch, weiß nicht, Kommunisten damit einbeziehen, und das war eben so einer, der hat sich sehr reformkommunistisch gegeben und angeblich Gorbatschow toll gefunden und so, und der hat das eben ganz systematisch gemacht, und das hat auch lang gedauert, sich mit dem nochmal auszusprechen. Also das hat 12 Jahre oder so danach, habe ich ihn dann endlich so weit gehabt, dass wir uns mal 3-4 Stunden darüber ausgesprochen haben. Aber es kam dazu, manche haben das dazu. Ja auch komplett verweigert. Ja, also es war meine Initiative, ja, aber das kam dann dazu. Sie sagen Ihre Initiative, warum war Ihnen das denn ein Bedürfnis? Ja, ich habe natürlich so solche Leute dann auch ein Stück verfolgt, was aus denen wird, nicht? Der war dann plötzlich in München Dozent und so, und dann habe ich ihm einfach mal, ich weiß nicht, war dann, hatte irgendeinen Film gesehen oder so, und dann dachte ich, jetzt guckst du doch mal nach, was aus dem geworden ist, und habe ihm einfach mal so eine Mail geschickt, na, wie geht's dir eigentlich und so, und dann kam irgendwann eben dieses Angebot, dass er mit mir sprechen möchte, und hat sich dann einfach nur ganz, ganz, ganz furchtbar entschuldigt. Also das war so ein Elend. Hat dann, also wenn dann jemand sagt, bei Nazis wäre ich Blockwart geworden. Also das war einfach, und das, ja, er schleppte das auch mit sich rum. Und also ich habe ihm jetzt nicht Absolution erteilt dafür. Ich habe dann erfahren, dass er gerade eine neue Beziehung begonnen hat, und habe gesagt, naja, weißt du, dann eigentlich müsstest du das deiner neuen Frau erzählen, um da irgendwie einen Strich ziehen zu können. Aber ich weiß nicht, ob er das dann gemacht hat.